Servus Leute und herzlich willkommen auf Lecker schmeckt anders. Schön, dass du wieder mal eingeschaltet hast. Ich bin der Lecker John und jetzt geht's ab, Leute. In dem heutigen Video geht es um eine Shisha und zwar um die Dutch Shisha. Modellname werde ich euch hier unten einblenden. So sieht das gute Stück aus. Hat eine sehr schöne, wunderschöne Rauchsäule. Eine sehr schicke kleine Bowl mit einer wunderschönen Fragmentierung, meiner Meinung nach. Sieht 1A aus. Hier unten befindet sich noch eine Vertiefung für dieses kleine LED-Licht, was mitgeliefert wird. Das wird einfach hier reingesteckt und das Ganze dann auf den Tisch oder einfach das LED-Licht auf den Tisch stellen oder auf den Boden oder sonst wo und dann die Shisha einfach drauflegen. So, dann würde ich mal sagen, nach dem Intro geht es weiter, Leute. Dranbleiben, bis gleich. Bevor es gleich in die Detailansicht geht, wollte ich euch noch mal kurz was zeigen, bevor ich die Shisha komplett reinige und wie gesagt, euch dann die Detailansichten zeige. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt, aber doch, ja, hier sieht man das. Hier in den Innenraum von der Base sind Kalkspuren entstanden. Ich habe die Shisha jetzt ungefähr seit circa 2 bis 3 Wochen im täglichen Gebrauch. Und wie ihr sehen könnt, bilden sich da halt leichte Kalkflecken. Das bekommt man aber mit Zitronensäure und so weiter wieder weg. Aber das wollte ich euch noch mal kurz zeigen, bevor ich euch halt, wie gesagt, die Detailansichten zeige. Und hier auch in dem Gewinde befinden sich leichte Kalkspuren. Das kommt da zustande halt. Ich denke mal, die Materialien sind aus Zink und deshalb bilden sich da halt diese Kalkstellen. So, dann würde ich mal sagen, ich reinige die Pfeife, weil wie gesagt, 3 Wochen circa in Gebrauch und das hinterlässt natürlich Spuren. Ich habe die Pfeife nicht einmal gereinigt. So. Dann würde ich mal sagen, ich reinige die Shisha und dann zeige ich euch das dann gleich im Detail. Bis gleich, Leute. Bevor es mit der Detailansicht losgeht, wollte ich euch mal kurz den Lieferumfang zeigen. Und zwar befindet sich in dem Lieferumfang ein Silikonschlauch, ein Schlauchendstück, ein Schlauch, eine Schlauchdichtung, Kopfdichtung, Kopfadapter, 2 Muffen, Auspassventil, eine Kugel, eine LED, Schlauchadapter, Base, Rauchsäule, Tauchrohr und eine wunderschöne Bowl. Dann geht es jetzt weiter mit der Detailansicht. Wie ich vorhin schon erwähnt, habe ich die Pfeife kurz gereinigt mit Zitronensäure und April, Spüli und einer Zahnbürste. So, da fangen wir als erstes mit dem Kopfadapter an. Dieser sieht so aus. Kopfadapter hat einen Durchmesser von 11 mm. Danach kommen wir zum Kohleteller. Wo ist der Kohleteller? Dieser ist hier. Der sieht so aus. Hat einen Durchmesser von 19 cm. Eine sehr gute Größe für die kleine Pfeife. Weiter geht's mit der Rauchsäule. Wie gewohnt werde ich mehrere Cuts einblenden, damit das Video halt nicht zu lang wird. Die Länge von der Rauchsäule beträgt von hier nach da 16 cm und der Durchmesser beträgt 12 mm. Die Gewinde sehen nach dem Reinigen so aus. Hier sind 2 kleine Macken, aber das Gewinde läuft top. Was ich euch empfehlen kann für die Gewinde ist Vaseline. Dadurch sind die Gewinde halt länger haltbar oder langlebiger. So, das wäre es zu der Rauchsäule. Weiter geht's mit der Base. Hier vorne das DAT-Logo, DAT-Schriftzug. So sieht die Base aus. Kleiner Fussel. So, jetzt nach dem Reinigen sieht das Ganze so aus.
Man sieht halt so noch leichte Kalkflecken. Wie gesagt, ich habe das jetzt nur schnell gereinigt. Wenn man das aber länger intensiver reinigt, dann geht das auf jeden Fall komplett alles weg. So, auch hier aus dem Gewinde Kalk komplett entfernt. Was ich euch für die Gewinde empfehlen kann, ist Vaseline. Das würde ich nach der Detailansicht dann halt noch mal kurz machen. Somit sind halt die Gewinde langlebiger und das solltet ihr auf jeden Fall machen. So sieht das Ganze dann von innen aus jetzt. Hier in dem Gewinde, hier bei der Rauchsäule, sind irgendwelche schwarze Flecken. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bekomme das auch nicht sauber. Eventuell könnte vielleicht sein, dass das Chrom da abblättert oder sowas. Aber die Gewinde laufen 1A. Läuft 1A, wie gesagt. Und wenn man das halt einfettet, dann läuft das wie Butter. Ich mache das mal kurz und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, nochmal kurz hier zum Zeigen. Läuft 1A, wie ihr sehen könnt. Als nächstes geht es weiter mit den Muffen. Was ich vorhin vergessen hatte zu sagen, an jedem Gewinde befindet sich eine Dichtung. Somit ist die Pfeife komplett dicht, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier beträgt der Durchmesser 7 mm und hier 8 mm. Somit könnt ihr euch dann halt aussuchen, ob ihr einen etwas stärkeren Durchzug oder einen etwas leichteren Durchzug haben möchtet. Das finde ich echt top. So sehen die Muffen aus. Ich fokussiere mal einen Moment. So. Das waren die Muffen. So sieht der Schlauchadapter aus. Auch hier sieht man so leichte Kalkflecken. Wie gesagt, mit Zitronensäure und Spüli bekommt man das komplett wieder sauber. Dann noch kurz das Ausblasventil. So aus. Eine Ausblasventilkugel, LED-Licht mit verschiedenen Farben, schöner Übergang, drei Batterien und ein Deckel. Schlauchdichtung, Kopfadapterdichtung, Tauchrohr beträgt 14 mm, ein sehr krasser Durchzug. Krasser Durchzug, sage ich schon. Ein krasser Durchmesser. Sieht so aus von innen. Gewinde sieht so aus. Hat eine sehr schöne Fragmentierung, wie ich finde. Hier unten befindet sich halt eine Vertiefung. Da kommt halt das LED-Licht rein. Zeige ich euch kurz. Also, ihr legt das einfach auf den Tisch, auf den Boden oder sonst wohin. Und dann legt ihr einfach die Shisha drauf und dann löscht es. Wunderschön. Genau. So sieht das Ganze aus. Hier kurz nochmal das gereinigte Gewinde. Wie ihr sehen könnt, Kalk komplett raus. Wie gesagt, wenn ihr euch wirklich Zeit nimmt dafür zum Reinigen, dann bekommt ihr das wirklich komplett sauber. So, ich denke mal, das wäre es gewesen von der Detailansicht. Ich schmiere jetzt die Gewinde jetzt noch mal kurz mit Vaseline. Kopf ist bereits gebaut. Ich habe mir da eine Mischung gemacht, reingehauen. Und zwar Rose, Zimt, Minze in dem neuen Skyfunnel 2.0. Dann mache ich das jetzt mal schnell fertig und dann sehen wir uns gleich beim Raucherpart, Leute. Bis gleich. So Leute, dann geht es jetzt weiter mit dem Fazit, aber bevor es losgeht, wollte ich euch noch ein paar Sachen zeigen und zwar einmal hier den Silikonschlauch.
den Alu-Mundstück, Alu-Endstück. Dieser befindet sich im Lieferumfang. Im Lieferumfang befindet sich auch noch ein Standardkopf, ein Shiner-Head. Den kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich den leider nicht mehr finde. Ich weiß nicht, wo ich den hingepackt habe. Ich vermute mal, dass ich den in irgendeinen Karton reingepackt habe und die Kartons befinden sich alle im Keller. Deswegen kann ich euch das nicht zeigen, aber wie gesagt, ein Standard-Shiner-Head, Shiner-Kopf. Die Shisha kommt in so zwei wunderschönen Kartons zu euch nach Hause. Hier in dem einen Karton befand sich das Rauchsäulenset. Hier in so eine wunderschöne Styroporteil, wo man das super mit transportieren kann. Und in dem anderen Karton befand sich dann halt die Bowl. Somit kann man das Ganze halt wunderbar transportieren, wenn man zum Beispiel zum Kumpel, zur Freundin oder draußen rauchen möchte. Einfach nur top. So Leute, dann kommen wir jetzt zu dem Fazit. Wie ihr in der Detailansicht gesehen habt, ist die Pfeife sehr gut verarbeitet, außer jetzt so zwei kleine Macken, wo ich halt gesehen habe. Die eine Macke war zum Beispiel in der Rauchsäule, diese zwei kleine Einkerbungen. Aber wie ihr gesehen habt, laufen die Gewinde 1A. Und halt in der Base habe ich da so ein paar Macken gesehen, wo halt, ich weiß nicht, ob der Chrom da abblättert oder Dreck ist. Aber ich habe das probiert mit der Bürste irgendwie so sauber zu machen. Und ich bekomme das nicht weg. Daher denke ich mal, dass da an dieser Stelle das Chrom abblättert. Da man das aber nicht von außen sehen kann, geht das vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ansonsten ist die Pfeife wirklich top verarbeitet. Die Bowl ist top verarbeitet, hat ein wunderschönes Design, ist unten etwas breiter als so Standard kleine Pfeifen, also von den Bowls. Die Fragmentierung ist top. Das Gesamtbild von der Pfeife gefällt mir persönlich wunderschön. Die Rauchsäule ist einfach top. Die Gesamthöhe von der Pfeife von hier unten bis zu dem beträgt 46 cm. Also eine schicke kleine Pfeife, die man halt überall transportieren kann. Als Tischpfeife oder sonstiges, Outdoor-Pfeife und so weiter und so weiter. Mir persönlich gefällt die Pfeife wirklich phänomenal, super lecker. Ich habe damit, wie gesagt, schon 2 bis 3 Wochen geraucht, täglich. Und ich muss euch sagen, Leute, das Rauchverhalten von der Pfeife ist einfach nur phänomenal. Der Durchzug von der Pfeife ist überkrass. So eine kleine Pfeife mit so einem krassen Durchzug ist einfach brutal, Leute. Das Rauchvergnügen und so weiter ist auch top. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Falls ja, habe ich mich jetzt wiederholt. Falls ihr auf der Suche seid nach einer schicken kleinen Pfeife, wo man wirklich super damit rauchen kann, dann kann ich euch die Pfeife wirklich ans Herz legen, kann ich jeden weiterempfehlen. Oder zum Beispiel zum Weiterverschenken jetzt für die Weihnachtstage, da wird sich euer Partner, euer Freund, euer Freundin, Kumpel, Buddy, Kumpel, Shisha, dies und das auf jeden Fall über das Geschenk freuen. Dann wäre es das, glaube ich, gewesen. Falls noch Fragen offen sein sollten, einfach unten in den Kommentaren kommentieren. Wie ihr wisst, werde ich das auf jeden Fall, wenn ich das kann, auf jeden Fall euch beantworten. Dann wollte ich mich noch kurz bei Peter von Ice Cube Shisha bedanken. Liebe Grüße an dich, Peter, und vielen lieben Dank, dass du mir die Pfeife zur Verfügung gestellt hast. Bevor ich das vergesse, zurzeit gibt es ein Angebot bei Ice Cube Shisha. Den Link von der Pfeife haue ich euch unten in die Infobox rein. Die Pfeife kostet normalerweise über 70 Euro, aber jetzt zurzeit ein Angebot von 54 Euro, etwas über 50 Euro. Für den Preis bekommt ihr wirklich eine Top-Pfeife, Leute. Wie gesagt, fettet die Gewinde ein und somit habt ihr dann auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Damit Spaß. So Leute, ich denke mal, ich habe nichts vergessen. Moment, ich ziehe noch mal. Vielleicht habe ich doch noch was vergessen. Ne, mir fällt gerade nichts mehr ein.
Wie gesagt, wenn noch Fragen offen sein sollten, einfach unten kommentieren. Das wäre es dann gewesen, Leute. Dann kommt jetzt noch kurz die Endcard. In dem Sinne, Leute, bis dann. So, Leute, ich hoffe, dass ich euch mit dieser Vorstellung ein bisschen helfen konnte. Wenn euch die Vorstellung gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn euch die Vorstellung nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach unten. Aber zeigt Eier und schreibt es in den Kommentaren, was euch nicht gefallen hat. Hier unten, wenn ihr draufklickt, gelangt ihr zu meinem letzten Video. Und weiter oben, wenn ihr auf Abonnieren klickt, gelangt ihr zu meinem Kanal. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das dort machen. Hier weiter oben seht ihr mein Instagram Big Fetzo. Dort würde ich mich auch natürlich freuen, wenn ihr mir folgen würdet. Ich folge euch natürlich zurück. Und weiter ganz oben, dort seht ihr meine Facebook-Seite Lecker schmeckt anders. Dort würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Das wäre es dann gewesen, Leute. Ich ziehe noch einmal. Und ihr wisst Bescheid, immer schön lecker bleiben. Lecker, schmecker.